Liebe Vereinsvertreter und Vertreterinnen, liebe BEV-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Partner, Unterstützer und Freunde des BEV, liebe Fußballfamilie. Zum Ende dieses Jahres, einem Jahr nahezu ohne persönliche Begegnungen, möchte ich noch das ein oder andere persönliche Wort an Sie richten. Leider geht auch das jetzt wieder nur digital. Üblicherweise zieht man zu dieser Jahreszeit Bilanz. Bilanz über das Vergangene und richtet den Blick dann nach vorne. Auf 2020 blicke ich, ganz offen gesagt, jetzt schon sehr ungern zurück. Die Pandemie hat uns alle in den Grundfesten erschüttert, die Welt auf den Kopf gestellt und uns ganz vieles genommen, was wir als Bestandteil unseres Lebens wertgeschätzt und geliebt hatten. Sie hat uns vor völlig neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt, auf die es oftmals keine klaren, eindeutigen Antworten oder Lösungen gab, schon gar keine einvernehmlichen. Wir mussten Fußball völlig neu überdenken und angehen und das alles in Windeseile und gleich mehrfach. Wenn wir eines für uns feststellen können, dann ist es das, dass wir diese Herausforderungen allesamt angenommen und unser Bestes gegeben haben. Jeder an seiner Stelle. In unseren Vereinen und auch im BEV auf allen Ebenen wurde unter einer nie dagewesenen Belastung und Beeinträchtigung außerordentliche Arbeit geleistet. Unsere Partner und Förderer sind uns in diesen Zeiten treu geblieben. Das ist wahrlich nicht selbstverständlich. Dafür sind wir außerordentlich dankbar. Ich hoffe nichts mehr, als dass sich dieses Engagement auszahlt und wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft sagen können, wir haben es überstanden, und zwar alle, und idealerweise auch alle gut. Falls Sie den digitalen Verbandstag verfolgt haben, wissen Sie, welche Aufgaben aus unserer Sicht vordringlich in den kommenden Jahren auf uns warten. Die Jugendarbeit wird im Fokus stehen. Dies wird gerade durch die Corona-bedingten Unterbrechungen noch von größerer Bedeutung sein, als es ohnehin schon war. Die von Ihnen neu gewählte Mannschaft, die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Badischen Fußballverband und Sie, die Vereinsvertreter und Vertreterinnen. Wir werden gemeinsam die Zukunft des Fußballs in Baden gestalten. Und ich hoffe sehr, dass wir dies in partnerschaftlicher, fairer und offener Art und Weise tun. Auch das war mir ein Bedürfnis beim Verbandstag, auf das Miteinander hinzuweisen. Genau genommen auf das, was im Miteinander an mancher Stelle in unserer Gesellschaft und damit auch im Sport in der Vergangenheit verrutscht ist. Verständnis, Empathie, Rücksichtnahme, Zusammenhalt. Werte wie diese sind nicht nur die Grundfeste des Fußballs, die Grundlagen des Fair Play, sondern eben auch unserer Gemeinschaft in diesem Land. Gerade im vergangenen Jahr wurde so viel über Solidarität gesprochen, so manches Mal leider nur gesprochen. Aber vielerorts wurde sie auch eindrucksvoll gelebt. Lassen Sie uns Letzteres als Positives aus dieser Pandemie mitnehmen. Lassen Sie uns zusammenrücken und das dann auch nicht nur in schweren Zeiten. Und zu diesem Zusammenrücken gehört eben auch, dass man dem anderen mit dessen Problem zuhört und auch diese respektiert und akzeptiert. Egoismus hilft uns in diesen Tagen nur wenig weiter. In Zeiten von Krisen geht es nur miteinander. Und deshalb gehört es zwingend dazu, dass man nicht stur seine eigene Position einnimmt und vertritt, sondern eben gerade auch an andere denkt und bisweilen einen Schritt in eigenen Belangen zurücktritt. Denken Sie bitte daran, der Fußball, den wir kennen und lieben, geht nur gemeinsam und miteinander. Und das gilt heutzutage noch 10-mal mehr als zuvor. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Lieben, auch wenn Sie dieses Jahr vielleicht nicht alle werden sehen können, ruhige, friedliche und erholsame Tage. Und natürlich da, wo Weihnachten auch gefeiert wird, fröhliche Weihnachten, allen anderen schöne Feiertage.
Bleiben Sie zuversichtlich und positiv. Ich grüße Sie sehr herzlich, auch im Namen des Präsidiums, des Vorstandes und der Geschäftsführung. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf ein neues Jahr mit hoffentlich wieder ganz vielen persönlichen, echten Begegnungen. Passen Sie auf sich auf und bleibt bitte gesund. Auf bald. Euer Ronny Zimmermann.